Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, es geht nicht um alle Frauen, es geht auch nicht nur um Frauen, es geht um Menschen im Allgemeinen. Nein, nicht Macht zieht an, denn dieser Herr hatte ja nie Macht. Jetzt ist er nur noch ein Würstchen, aber Macht hatte er nie. Was hier zählt, ist einzig und allein Öffentlichkeit und ab und an mal ins Fernsehen kommen. Tja, das hier geht mal gar nicht. Der Wolf hat zugeschlagen, aber wir mussten ihn ja ansiedeln. Unser Fazit, der Bär, der muss jetzt langsam mal nachziehen. Er gerät langsam ins Hintertreffen. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, das erfahren wir auch jeden Tag. Heute sind's mal die Kühe, die uns daran erinnern. Sie geraten in Hitzestress. Ja, wenn ich so an meine Haustiere denke, mein Hund, meine Katze, mein Wellensittich, meine Schildkröte und ich. Wir alle sind im Stress, wenn es richtig warm ist. Wir trinken dann etwas, machen den Ventilator an oder kühlen uns sonst irgendwie ab. Irgendwie haben wir das seit 50, 60 Jahren immer überstanden und höchstwahrscheinlich überstehen wir das auch in Zukunft. Kommen wir zum Sport. Nichts mehr los in Deutschland. Die Deutschlandschande, ja, da wird Deutschland dann noch hochgehalten. Da darf man Deutschland noch nennen beim Sport. Besonders dann, wenn nichts mehr läuft, wenn nichts mehr geht. Auch hier dieses Thema. Hier waren wir auch mal führend. Nichts kommt mehr, nichts ist mehr. Deutschland scheint irgendwie nicht mehr ganz so das zu sein, was es mal war. Wir müssen euch aber enttäuschen, eine Erklärung haben wir auch nicht, woran das liegt. Wir wissen es nicht. Hier versucht man uns wieder mal ein X für ein U vorzumachen. Man erzählt uns, die Politiker hätten keine Ahnung. Aber daran liegt das alles nicht. Das war schon immer so. Politiker waren selten mal Fachleute. Immer mussten sie sich auf andere verlassen. Und immer mussten sie das tun, was sie tun sollten. Und wenn sie das nicht tun oder wenn es an der Zeit ist, dann werden die Schubladen geöffnet und dann kommt das vor zum Vorschein, was man gegen den einen oder anderen so in der Hand hat. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Nach oben kommt nur der, der sich irgendwie mal falsch verhalten hat. Politik ist halt ein gut durchdachtes Geschäft. Diejenigen, die bestimmen wollen, die wissen das und die wissen auch, was die Menschen so kurz vor der Wahl, in Bayern sind ja bald Wahlen, also was die Menschen kurz vor der Wahl so hören wollen und womit sie sich am besten einlullen lassen. Leute, in diesem Sinne, weiterhin, lasst euch kein X für ein U vormachen, lasst euch keine Angst und Panik machen. Angst und Panik muss nur der haben, der sich Angst und Panik machen lässt. Geht weiterhin hinaus, bleibt standhaft, sagt eure Meinung, sagt euren Nachbarn und Freunden und Verwandten, was ihr wisst. Ich wünsche euch was, bleibt friedlich, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Thank you.